Weil wir ja momentan mit schnellen Schritten auf die Weihnachtszeit zugehen und somit Weihnachten nicht mehr weit entfernt ist, habe ich mir gedacht, dass ich mal ein Video mache, weil ich halt auch sehr oft von euch gefragt werde: Marius, was kannst du für eine Kamera für Vlog-Anfänger empfehlen? Welche Kamera empfiehlst du für mich? Ich möchte mit Vlogging anfangen. Kannst du mir vielleicht eine günstige Kamera für so und so viel empfehlen? Und deshalb habe ich mir gedacht, mache ich jetzt ein Video, wo ich vier Kameras in der Preisspanne von 200 bis 700 € vorstelle. Wenn euch sowas gefällt, dann zeigt es mir doch gerne mit einer positiven Bewertung und einem Abo. Ich sage, fangen wir jetzt auch an. Und zwar habe ich mir da die Canon Legria Mini als erste Kamera ausgepickt. Und hier könnt ihr jetzt irgendwo ein Foto von der Kamera sehen. Sie ist sehr klein und handlich und damit halt auch sehr transportabel für Vlogger. Außerdem kostet sie momentan auch nur 200 € gebraucht auf eBay. Das schwankt ja in der Weihnachtszeit momentan sehr stark. Da müsstet ihr euch dann halt nochmal genauer informieren, wenn ihr entscheidet, ja, das ist die Kamera für mich. Aber jetzt zeige ich euch mal ein paar Pro und Kontras auf und dann könnt ihr ja immer noch entscheiden, ob ihr die Kamera wollt oder nicht. Und zwar ein Pro der Canon Legria Mini ist auf jeden Fall, wie ich gerade gesagt habe, sie ist klein und handlich. Man kann sie als Vlogger sehr, sehr leicht mitnehmen, hat ein mega, mega gutes, auf jeden Fall sogar noch besser als dieses Mikrofon an Bord und hat einen richtig krassen Weitwinkel, zum Beispiel wenn man vor dem Kölner Dom steht oder so und dann halt das zeigen will. Das ist halt mit einer normalen Festbrennweite nicht möglich. Aber bei der Canon Legria Mini hat man einen super, super Weitwinkel an Bord. Da ist es kein Problem, den Berliner Dom drauf zu kriegen, den Bundestag drauf zu kriegen, halt alles in einem. Aber man muss sich halt überlegen, möchte ich so einen Weitwinkel in meinen Videos haben? Oder kann ich darauf auch gut verzichten? Bei mir ist es so, dass ich da halt sehr gut drauf verzichten kann, weil ich halt nicht so ein Vlogger bin. Weil diese Kamera ist für die Vlogger geeignet, die halt nur so Dokumentation halt richtig aus ihrem Leben machen wollen und dann halt nur die ganze Zeit reden wollen, aber halt nicht so richtig so cinematische Aufnahmen machen. So wie cinematische Aufnahmen, darunter definiere ich jetzt zum Beispiel so wie Dena die Vlogs gemacht hat, so wie ich die Vlogs auf Gran Canaria gemacht habe oder halt auch wie viele andere auch noch die Vlogs machen. Dafür ist sie nicht gedacht. Sie ist halt, wie ich gesagt habe, eher so dafür gedacht, dass man halt so da steht und dann so sagt, ja, hier, das passiert gerade in meinem Leben und da erfüllt sie ihren Job auf jeden Fall relativ gut. Die zweite Kamera ist der große Bruder oder der kleine Schwester, keine Ahnung, wie man das ausdrücken kann, die Canon Legria Mini X. Das ist, wie man schon hört, fast der gleiche Name, nur halt mit einem X dahinter. Hier kann ich jetzt mal ein Bild davon einblenden. Das ist halt nicht die gleiche Kamera, aber sie hat doch sehr viele Sachen, sie haben doch sehr viele Sachen gemeinsam, wie ihr auch schon sehen könnt an dem Design. Und zwar, die sind klein und handlich, somit halt transportabel und halt perfekt für Vlogger geeignet. Ich habe die Canon Legria Mini und die Canon Legria Mini X auch schon mal im Laden gesehen und dazu kann ich sagen, man sollte sie sich jetzt nicht so klein vorstellen, wie sie auf Fotos meistens aussieht. Die Canon Legria Mini X ist ungefähr, ich glaube mal so hoch. So hoch ist sie ungefähr und so breit, also, aber sie ist auf jeden Fall sehr, sehr kompakt. Das Mikrofon ist, glaube ich, meines Erachtens noch besser. Also, das sind alles nur Daten, die auf meinem Erachten stehen und somit halt nur meine Meinung sind. Kann auch jemand sagen, ja, ich finde das Mikrofon von der Mini viel besser als das von der Mini X. Aber meine Meinung ist halt, dass ich halt finde, dass das Mikrofon von der Mini X viel besser ist als das von der Mini. Außerdem ist sie viel hochwertiger verarbeitet. Nicht so aus Plastik wie die Mini, sondern halt aus richtig Aluminium ist das, weiß ich. Ich glaube, das Aluminium bin ich mir jetzt aber auch nicht ganz genau sicher. Und ihr könnt mit beiden in HD aufnehmen, aber das Bild ist, finde ich, mit der Mini X noch besser, weil sobald es halt dunkler wird, fängt die Mini an zu strugglen, aber die Mini X bleibt dann noch länger euer Freund und hilft euch halt bei guten Videoaufnahmen. Außerdem ist das Touch-Display der Mini X viel besser als das von der Mini, weil es hat Multitouch. Das hat das von der Mini nicht. Das von der Mini X hat halt, wie ich gesagt habe, Multitouch. Multitouch ist, wenn ihr das vom Handy kennt, wenn ihr so ein Bild habt und dann halt so reinzoomen könnt. Halt so mit dieser Handbewegung. Ich glaube, jetzt weiß jeder, was ich meine. Das hat die Mini X halt nicht. Die Mini X hat das, die Mini hat das nicht. Das ist halt, finde ich, ein sehr wichtiger Aspekt, wenn man sich natürlich auch die Fotos angucken will, auch wenn die beiden nicht sehr so für Fotos geeignet sind. Die Mini X besser als die Mini. Wenn ihr Fotos machen wollt, dann würde ich doch lieber auf eine Spiegelreflexkamera zurückgreifen. Aber wenn ihr euch dieses Video anguckt, dann wollte ich ja eher mit Vlogging anfangen. Also die Mini X ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Sie kostet um die 370 €. Also wenn ihr schon ein bisschen Besseres haben wollt als die Mini, aber auch nicht allzu viel ausgeben wollt, dann ist das auf jeden Fall eine richtig gute Entscheidung, um mit Vlogging anzufangen. Sie ist halt auch eher so für Dokumentation gedacht und halt nicht so für cinematisches Film, aber auch eine sehr, sehr gute Entscheidung. Als dritte Kamera habe ich mir die Canon PowerShot G7X ausgesucht. Das ist die Kamera, womit ich gerade filme. Das ist meine Kamera und ich kann euch sagen, wenn ihr cinematische Vlogs machen wollt, aber halt auch ein bisschen das
wie man halt vloggen kann mit der Mini drin haben, möchte halt so ein Mixmaster dazwischen, dann ist das die perfekte Lösung. Sie kostet um die 500 Euro, also auf jeden Fall nicht günstig. Aber wer dieses Geld hat und darin investieren möchte, dem kann ich das so 100% nur empfehlen. Ich kann dir jetzt mal ein paar Aufnahmen einblenden, die ich auf Gran Canaria gemacht habe. Und ich finde, die Bildqualität spricht einfach nur für sich. Und die Mini X-Summit wurde zum Beispiel, das habe ich gerade vergessen, die Longboard Tour gefilmt, aber die G7XR hat Dena die Mini-Tour teilweise mitgefilmt und ich finde die Qualität von dieser Kamera ist krass. Da kann man Full HD in 60 FPS aufnehmen, also kann ich jetzt auch so Slow Motion machen in 50%, also zweimal langsamer. Die ist auf jeden Fall die perfekte Kamera für Vlogger, für Vlogging-Einsteiger. Damit habe ich auch angefangen zu vloggen, vlogge ich immer noch. Bald werde ich mir eine neue holen, aber das ist dann keine Einsteigerkamera mehr, die ist dann schon sehr, sehr viel teurer. Diese Kamera ist halt für Einsteiger, aber sie ist sehr, 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 sehr gut für Einsteiger geeignet. Ihr seht das jetzt auch an der Bildqualität, am Ton. Könnt ihr jetzt mal bewerten, wie ihr das so findet. Ich habe einen LUT drin. Ich kann den LUT ja jetzt mal raustun und jetzt wieder reintun. Da habt ihr jetzt den Vergleich gesehen, da hattet ihr das jetzt auch mal gerade unbearbeitet. Aber diese Kamera ist echt sehr, sehr gut. Das Menü ist sehr, sehr gut aufgebaut. Es hat ein Touch-Display, was sehr hochauflösend ist und auf jeden Fall alles erfüllt von meinen Erwartungen. Es hat Multitouch. Dann kommen wir zur vierten Kamera und zwar das ist die Panasonic Lumix G70. Ein sehr bekannter Hund unter den Leuten, die sich halt mit dem Thema schon länger auseinandersetzen. Ich hatte sie einmal im Laden in der Hand. Ich kann sagen, sie ist sehr, sehr klein. Sie ist kleiner, als man sie sich auf den Bildern vorstellt. Sie ist ungefähr so. So. Aber was ich nicht gut finde, das ist jetzt so ein kleines Kontra an dieser Kamera, der Sucher. Das ist die einzige Kamera mit Sucher. Der ist ziemlich verbogen, finde ich. Der ist so gewölbt und das gefällt mir nicht so gut, weil ich halt schon die Canon EOS 1200D, eine sehr einstellige Kamera für Fotografie hatte. Und da war der so halt viel besser aufgebaut und die hat halt nicht mal die Hälfte des Preises gekostet. Die Lumix G70 kostet um die 650 bis 700 Euro. Also da hätte ich auf jeden Fall schon mehr erwartet. Aber was ich auf jeden Fall sehr, sehr gut finde, ist, dass sie einen Erkennungssensor unter dem Sucher hat. Das bedeutet, dass das Display sich automatisch ausschaltet, wenn man in den Sucher guckt. Das finde ich ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gelungen. Und die Bildqualität ist auch sehr gut gelungen. Da kann ich jetzt mal hier ein paar Bilder von dem Parkidor einblenden. Der Link zu ihm ist auf jeden Fall oben in der Beschreibung. Könnt ihr ihn auf jeden Fall mal abchecken, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Danke auf jeden Fall an dich, dass du mir die Bilder bereitstellst, die Videoaufnahmen. Ich finde, sie sind sehr gut. Sie sind halt scharf und bei einer Lumix G70 kommt es halt eher auf das Objektiv an als auf den Body, aber wenn ihr euch das in der Standardformation mit dem Standard-Kit-Objektiv kauft, dann macht ihr auf jeden Fall nichts falsch, weil sie kann 4K-Video. Das kann in diesem Bereich keine andere Kamera, aber ich finde, das ist ein bisschen unnötig, weil ich brauche 4K nicht. Ich mache Daily Vlogs nicht in 4K, das wird einfach viel zu lange dauern mit dem Rendern, mit dem Schneiden. Da bräuchte ich erstmal einen viel besseren Prozessor, also 4K würde ich da auf jeden Fall nicht mit filmen, aber Full HD in 50 FPS auf jeden Fall sehr, sehr gut. Falls ihr so viel investieren wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Aber wenn ihr so viel Geld habt, dann würde ich nicht in die G70 investieren, sondern in die G7X, weil die ist noch kompakter. Ihr habt nicht das Ding, dass ihr halt immer an das Objektiv gebunden seid. Ihr habt einfach ein Objektiv, mit dem ihr alles machen könnt und halt nicht, dass ihr immer wechseln müsst. Außerdem gibt es bei der G70 nicht so viel Objektivauswahl von Lumix. Bestimmt kann man da irgendwie mit Adaptern arbeiten, aber das ist halt alles extra Geld. Und bei der G7X, da macht ihr halt alles richtig, wenn ihr die kauft. Die ist kompakt, leicht, hat einen super Ton, finde ich. Die G70 natürlich auch, aber ich würde auf jeden Fall da zur G7X tendieren. Also als Fazit, die Leica Mini ist eher so für Leute gedacht, die halt so Dokumentation haben wollen, 200 Euro auf eBay gebraucht ausgeben wollen. Mein Tipp, kauft eine aus der Umgebung, dass ihr euch sie vor dem Kauf auf jeden Fall nochmal angucken könnt. Das ist bei allen Kameras so. Kauft eine aus der Umgebung, dass ihr euch sie auf jeden Fall angucken könnt. Die Canon Leica Mini X ist genau das gleiche für Leute, die halt nicht cinematisch machen wollen, sondern halt einfach nur ihr Leben dokumentieren wollen. Dafür ist sie auf jeden Fall sehr, sehr gut geeignet, weil sie klein, kompakt, super Ton, super Bild, super Weitwinkel, alles hat, was man braucht. Und deshalb würde ich sie für Leute empfehlen, die halt mit Vlogging anfangen wollen, 370 Euro jetzt gerade parat haben oder sich zu Weihnachten wünschen können, dann habt ihr auf jeden Fall einen sehr guten Weggefährten. Für Leute, die dann schon etwas mehr ausgeben wollen, aber halt somit auch professionellere Vlogs, wie ich finde, machen wollen, da würde ich auf jeden Fall auf die Canon PowerShot G7X bauen. Ich verwechsel einmal G70 und G7X, aber die Canon PowerShot G7X ist auf jeden Fall das, wenn man 500 Euro sich wünschen kann, parat hat, Kommunion, Firmung, Konfirmation, was es da auch alles gibt, Geburtstag, Weihnachten, Ostern, keine Ahnung, Gott erschlag mich. Wenn ihr dann 500 Euro parat habt, dann würde ich auf jeden Fall diese Kamera empfehlen. Die ist super, super, super
für Film, cinematische Vlogs. Ihr habt die Videoaufnahmen aus Gran Canaria gesehen. Die sind einfach nur super. Ich finde, die ist gestochen scharf. Hier, wenn wir das jetzt machen, der Autofokus im Video ist auch sehr, sehr schnell. Wenn ihr das jetzt hier seht, einfach, der kann halt mega schnell fokussieren. Der verfolgt mich immer. Das ist halt super. Und sie ist auch sehr, sehr leise vom Fokussieren, also eine perfekte Vlogging-Kamera. Die G70 ist halt eine Kamera für Leute, die halt eher so halt die Variante zwischen Weitwinkel, Super Zoom oder wie das heißt, Zoom-Objektiv, Standard-Objektiv haben wollen, die halt diese ganzen Sachen haben wollen. Dafür ist die G70 halt auch eher gedacht als halt so andere, weil die anderen das einfach nicht können. Also wenn ihr halt so haben wollt, die Auswahl, ich kann es euch auf jeden Fall nur davon abraten. Also wenn ihr so die Auswahl davon haben wollt, da möchte ich einen Weitwinkel benutzen, da ein Zoom-Objektiv und so. Ich kann sagen, weil ich das auch mal gemacht habe, ich habe meinen Borkum-Vlog mit einer Spiegelreflexkamera gefilmt. Die kennen ihr aus 1200D, auch eine super Kamera, aber nicht fürs Film geeignet. Da kann ich euch sagen, da hatte ich zwei Objektive mit und ich habe mich so gequält. Ich war so faul mit dem Objektiv wechseln. Das kann ich euch auf jeden Fall am Anfang nur von abraten. Da ist so eine G7X viel besser, weil ihr einfach alles kompakt habt. Ihr könnt sie so mitnehmen, dann sagen, ja, so, so, wenn ihr die auf dem Gorillapod habt. Gorillapod ist bei der G7X und bei der G70 auf jeden Fall, finde ich, ein Muss, weil da kann man dann so ein bisschen sich besser festhalten, die überall halt befestigen. Die Legra Mini X haben unten so einen Standfuß, da kann man die halt draufstellen, aber bei der G7X, bei der G70 würde ich auf jeden Fall ein Gorillapod empfehlen, aber das ist auch schon ein ganz anderes Thema. Ich hoffe ja, dass ihr jetzt auch dran seid. Wenn euch das interessiert hat, teilt mir mit einer positiven Bewertung, lasst ein Abo da, haut rein, hier könnt ihr mich irgendwo abonnieren, das letzte Video gucken, haut rein und ciao!